Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier stehen wir noch an den Feldern, die wir beim letzten Mal angefangen hatten. Und da läuft gerade ein Schaf drüber. Das ist aber eigentlich nicht schlimm, denn das macht dem Feld jetzt in der Hinsicht nichts aus, weil da kann man ja drüber laufen. Ja, wir waren nämlich hier dabei, das Feld ein bisschen auszubauen. Wir haben ja schon einen kleinen Feldweg hingebaut. Ne? Man sieht hier, mit der Schaufel haben wir uns hier ein bisschen... Schlipp, schlipp, mit Rechtsklick kann man da immer so schön, wie so einen Weg bauen. Ist mal was anderes, mal so ein bisschen im Gegensatz zu den restlichen Wegen, die wir so haben. Da müssen wir mal gucken, wie wir das alles gestalten. Jetzt würde ich aber ganz gerne erstmal hier weiterbauen. Ja, da hinten ist übrigens der kleine Willi, der kleine kopflose Willi. Sehr gut. Würde ich jetzt erstmal hier weiterbauen wollen. Und 1, 2, 3, 4, hier. Nämlich hier im Gegensatz zu da drüben einfach genau nochmal so ein selbes Feld bauen. Ja, einfach mehr oder weniger denselben Spaß nochmal. Bloß in neu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier. So. Na, natürlich hier auch immer Wasser rein, sonst genau passiert nämlich genau das hier. Nämlich das Feld hält sich nicht. So. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier. Tschack. Natürlich haben wir kein Wasser dabei. Wie sollte es auch anders sein? Aber hier ist ja Wasser in der Nähe. Also das sollte nicht das Problem sein. Ich habe auch wieder den Shader gewechselt. Wir sind jetzt wieder... Huch. Ja, geht auch. 1, 2, 3, 4. So, wir haben jetzt wieder denselben Shader wie in der vorletzten Folge. Also Optionen. Warte, ich zeige es nochmal. Für die, die es interessiert, das ist der Chocapic 13, auf jeden Fall die Light-Version davon, also weniger Schatten, aber dafür trotzdem schöne Effekte, wie zum Beispiel wubbeliges Wasser und wehendes Gras, bewegte Bäume und hast du nicht gesehen, alles sowas hier, ne? So, ne, und der muss weg, weil hier kommt jetzt das gleich rein, aber dazu brauchen wir natürlich wieder Wasser, wer hätte es gedacht. So, zum Glück haben wir unseren tollen Eimer dabei. Siehst du, noch bevor das Feld überhaupt hier vertrocknen konnte, haben wir es noch schnell aufgefüllt. Sehr gut. So, hier. So, das kommt alles weg. So, das kommt auch weg. Im Prinzip können wir hier nämlich schon mal die Ränder ziehen. Halt. So rum. Mit Rechtsklick. So, Vierer. Und dann den ganzen Weg nach hinten weg. Tschack, 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 tschack. So, jetzt weiß ich aber nicht, ich glaube nicht, dass das schneller, oder? Ist das genauso schnell? Ich, keine Ahnung. So, hier, dann sind das nämlich auch vier. Eins, zwei, drei, genau. Zwei, drei. Vier, oder? Eins, zwei, drei, vier. Bis dahin geht's. Jawohl, das passt. Haben wir nämlich hier die Umrisse für das zweite Feld schon mal gezogen. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Am liebsten würde ich ja in dieser Folge dann auch direkt das Feld anpflanzen, also... Quasi alles, was da dazugehört. So. Ah, hier alles umgraben. Das dauert auch immer seine Zeit. Aber ich denke, das wird sich am Ende lohnen. Ja, wir haben dann ein großes Weizenfeld. Weizen? Nee. Doch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Getreide. Ne? Wir können dann hier ganz viel Samen anpflanzen und Gelumpe. Und das nützt uns zwar nichts, weil Ernten macht sich tatsächlich ein bisschen doof an der Stelle. Aber, ups, ja, schmeiß es erstmal weg. So, aber wir müssen es ja auch nicht ernten. Das ist ja eigentlich nur so zum hübsch da sein. Ne? Es soll einfach nur hübsch aussehen. Mehr soll es nicht machen. Und soll ein bisschen, ja, keine Ahnung, das Ganze hier ein bisschen darstellen. Wir werden es auch noch ein bisschen größer ziehen. Also die Felder werden es nicht bleiben. Ich denke, da wird noch wesentlich mehr dazukommen. Aber wir probieren es erstmal damit und gucken mal, was dann bei rumkommt. Ja, das wird ja auch noch ein bisschen dauern. Das ist ja auch nicht sofort fertig. Und da die Sonne schon langsam untergehen ist und wir ja sowieso noch die Samen brauchen, die ich dann noch hier verteilen möchte, können wir dann gleich nochmal nach hier hinten rennen. Wir brauchen unbedingt wieder Wasser. Ja, ich habe es jetzt natürlich, dusselig wie ich bin, nicht mitgenommen. Können wir es hier mitnehmen? Ich weiß gar nicht. In dem Brunnen? Können wir hier Wasser zapfen? Ja, das geht. Nice. Sehr gut. Sehr gut. So. Ich finde es halt cool, wie mit dem Shader so die Lichtstrahlen. Das ist so eigentlich, finde ich, noch viel cooler als die Schatten. Und trotzdem sind genug
sagen wir mal, Schatten da, um die Gebäude nicht zu stumpf aussehen zu lassen, sondern halt wie richtige Gebäude. Das finde ich schon cool. So, erstmal nochmal kurz was. Yum, 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 yum. So, was möchte ich denn mitnehmen? Erstmal packen wir ein bisschen Dreck weg. Ja, der Dreck muss weg. Wir haben viel zu viel dabei. So, hier haben wir noch ein bisschen von diesen sandigen Stein. Ja, den können wir da auch noch einlagern. Sehr gut, wenn wir einmal dabei sind, werden wir hier auch gleich noch ein paar Zäune los. Ein bisschen Dreck behalten wir, warum nicht? Und die Weizenkörner behalten wir. Da sammeln, ich bin schon wieder durch den Kuchen gelaufen, jetzt habe ich wieder Kuchenfüße. Nein, wir nehmen natürlich noch hier ganz viele lustige Sachen mit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das reicht gar nicht, was wir hier so... Ja, wir haben so viele, komm. Ne? So. Aber ich glaube, das wird alles gar nicht reichen, aber wir legen uns trotzdem erstmal eine Runde schlafen. Dann müssen wir für die Folge noch was anderes machen, nämlich einen Lucky Block herstellen. Wir wollen ja natürlich jede Folge wieder den Lucky Block öffnen. Das bedeutet, wir können nur einen öffnen, wenn wir einen haben. Und wenn wir keinen haben, können wir keinen öffnen. Logische Konsequenz, würde ich sagen. Tschink. So, jetzt ist natürlich die Frage, haben wir noch genug Steine? Sieht eher düster aus. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 8 brauchen wir bloß. Ich glaube, es waren bloß 8. Nee, nicht mal, 7 nur. Nee, hä? So rum. Okay. Es waren nur 7, umso besser. So. Dann brauchen wir noch ein wenig Gold. Gold. Glitschriges, glitschriges Gold. So, und mit Gold haben wir einen Lucky Block. Sehr gut. So. Sehr schön. Dann haben wir den Teil nämlich auch erledigt. Den nehmen wir dann mit. Und den Rest nehmen wir auch mit. Alles nehmen wir mit. Alles her. Und los. Und gucken wir mal, jetzt kommt die Sonne von der anderen Seite. Ist halt cool, weißt du, wir gehen mit diesen Sonnenstrahlen, gehen wir nach Hause und wir kommen mit den Sonnenstrahlen wieder zurück zu dem, wo wir arbeiten wollen. Das sieht schon cool aus, wenn das hier so durchbricht. Das hat schon Style. Vor allem mit dem Lensflare dazu und hier dieses, wie es, das ist schon ein schönes Bild. Das kann man schon mal so nehmen, wie es ist. Und es gefällt mir sehr gut, wie auch wie es über die Kathedrale scheint. Nee, doch, das kann man so machen. So. Wie schon gesagt, dann werden wir hier gucken. Hier haben wir ja die Straße, die so lang führt. Und die müsste dann, keine Ahnung, werden wir dann vielleicht hier nochmal einen Knick durchführen lassen oder so. Dass die nach hier hinten führt. Oder ich weiß es noch nicht ganz, wie wir das gestalten. Auf jeden Fall wird es hier an dem lang führen. Und dann im Endeffekt hier auf die Felder führen. So, und Felder, die werden wir jetzt auch mal bestellen. Zack, 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 zack. Guten Tag. 2 Felder bitte. Ja. Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Es wächst. Ja, obwohl, wir könnten ein bisschen Knochenmehl da hinterher rattern. Ich meine, wir brauchen das Knochenmehl sonst sowieso kaum. Das können wir eigentlich echt mal machen. Wir können mal in die Monsterfalle gehen und ein paar Knochen rausholen. Weil wir haben sowieso viel zu viele davon. Und wissen sonst nicht, wohin damit. Dann können wir gleich mal gucken, wie die Felder denn fertig aussehen würden. Das klingt schon nach einem Plan. Vielleicht auch, ja, ich meine, im Notfall könnten wir auch ernten, ne? Wenn wir sagen, wir müssen mal wieder Kühe füttern, weil wir in der vorletzten Folge, glaube ich, alle abgeschlachtet haben und jetzt haben wir keine mehr. Schaf, lass das. Kusch. So. Naja. Aber für den Fall das hätten wir theoretisch noch ganz viel Gelumpe da. So, hin und her, ding. 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 So, können wir hier immer hin und her gehen mit diesem Schreibmaschinengeräusch. Schon wieder alle. Und, geisterhafte. Ja, wie so ein Geisterpferd vom Feld. Also so das Mysterium des Geisterpferdes. Da könnte man direkt schon wieder eine Questreihe draus machen. So, hin und her. Gehen wir mal so rum. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer fürs Auge. Ich weiß es nicht. Nicht unbedingt, da wir ja auf dem Feld arbeiten. Gut, Feldarbeit kann monoton und eintönig sein. Keine Frage. Muss er aber nicht. Ja, es ist immer das, was man draus macht. Das ist halt wie bei uns in Minecraft. Außerdem, ne, Thema, was man halt draus macht, wollte ich auch nochmal drauf eingegangen sein. Nämlich auf das allgemeine, auf die Allgemeinheit der Kommentare. Ja, in letzter Zeit natürlich auch wieder Kommentare gelesen, so wie ich es immer mache. Und, da haben sich tatsächlich, also was heißt tatsächlich, als ob es für mich jetzt überraschend wäre, war ja schon vorher in den Kommentaren, viele haben sich halt auch die Minigames zurückgewünscht, dass wir doch mal wieder ein bisschen Minigames, ne, ein bisschen, was weiß ich, Draw My Thing oder Mario Party oder Bad Wars, vor allen Dingen, Bad Wars ist ja immer sehr beliebt bei euch,
Wobei ich da nicht so der Fan von bin, ne? Also es ist schon mal schön zu spielen, aber ich weiß nicht, ich muss da auch immer so ein Lüstchen zu haben, sonst bringt es ja nichts. Ja, wenn ich dann da sitze, Bad Wars, dann seid ihr ja natürlich auch nicht so motiviert dafür. Und ja, ich meine, man könnte es mal wieder bringen, allerdings laufen gerade auch viele andere Projekte. Und wurde ja auch schon gefragt, ob hier The Witcher, ne, Witcher 3 nicht täglich kommen soll. Ja, soll es eigentlich. Ich finde aber auch nicht unbedingt die Zeit dafür, weil gerade echt viel los ist und man viel um die Ohren hat. Ihr wisst ja, wie es ist. Blödes Real Life. Jeder hat sowas. Ach, furchtbar. Und ja, das ist dann wie so ein kleiner Dorn im Auge manchmal. Und da dann noch die Bed Wars zwischendurch reinzubringen, das ist. Ah, es wird zeitlich sehr schwierig. Müssen wir mal gucken. Ich versuche, auf eure Wünsche da einzugehen. Sagen wir es mal so, ne? Also, ich versuche, da noch ein paar Minigames zu bringen. Und, ja, ne? Spaß, muss man ja auch gucken. Ich meine, Minigames sind ja auch mehr so oder weniger so ein Mehrspielerprojekt. Also, das macht man ja nicht unbedingt alleine. Da kann man ja schon mal mit mehreren loslegen. Gerade wenn es auf einem öffentlichen Server ist, wo jeder Zugriff hat. Aber da muss ja auch immer die Leute, mit denen man spielen will, müssen ja auch immer Zeit haben und alles. Das ist ja, Zeit ist echt das Problem der heutigen Zeit. Ja, regelrecht ein zeitliches Problem. Und naja, es ist halt nicht so einfach. Aber da muss man gucken, wie man das Beste draus macht. Wie es halt so ist. So, jetzt haben wir schon kein Getreide mehr. Aber wir haben schon ganz schön viel angepflanzt. Das finde ich schon mal ganz gut. Das gefällt mir. Aber da geht sicherlich noch mehr. Warte mal. Da gucken wir mal. Wir haben doch hier, genau, wir haben doch hier auch schöne Felder. So sieht das dann im Prinzip aus, bloß ohne Lücke. Dann haben wir dann diese riesigen Felder. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Und jetzt ernte ich hier mal ein bisschen. Schwupp. Einfach weil die NPCs faul sind und das nicht machen. Ihr faulen, faulen NPCs. So. So. Na gut, wenigstens Pflanzen tut er. Das ist doch schon mal was. So. Und so. Ja, das machen die. Guckst du dir an. Oh, direkt. Oh, Arbeit, 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 Arbeit. Alles neu pflanzen. Wenn die so fleißig sind. Verdammt, wenn die so fleißig sind, warum haben wir die nicht dahin gesetzt, dass die für uns. Ne? Da hätten wir doch die hier auf das Feld ansetzen können, die NPCs. Und dann hätten die da alles gepflanzt. Wäre doch voll klasse gewesen. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Ach nö. Guck dir das an, wie fleißig die sind. Weißt du, ich brauch bloß ernten, ich krieg den ganzen Scheiß und die arbeiten da und setzen alles wieder hin. Die sind echt voll fleißig. Fleißige, fleißige NPCs. Jo, jo, ich pflanze hier und ich pflanze hier. Das ist eigentlich voll geil. Wenn man da so eine automatische, kann man da nicht auch irgendwie einen automatischen Verlauf draus machen, sodass die NPCs quasi pflanzen und man per Knopfdruck das dann erntet und die pflanzen das dann immer wieder? Da müsste es doch auch eine Mechanik geben, wie man das lösen kann, oder? Ja, ich versuche schon wieder hier NPCs auszunutzen, ich merke schon. Aber na gut. Ja, das war Kommentare, auf die ich eingehen wollte. Super, jetzt geht ja draußen wieder ein Rasenmäher. Ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund. Ne, man sollte es nicht hören. Ich hoffe es nicht. Wenn nicht, wird's. Ja, dann hört man leicht so ein Brummen im Hintergrund. Es tut mir leid. Hier ist halt die Leute. Es ist schönes Wetter draußen und ich muss noch aufnehmen. Und die Leute wollen jetzt halt mal Rasenmähen. Ich hatte jetzt schon eine Stunde, ja, eine ganze Stunde hatte ich gewartet, bis die mal durch waren. Und jetzt geht's weiter. Super. Ich dachte, jetzt wären sie wenigstens fertig, aber nö. Ja, gut. So. Haben wir die Felder fertig? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir die vielleicht noch ein bisschen erweitern. Ich will die auch nicht unbedingt so hundertprozentig gerade haben. Also so ein paar Ecken und Kanten dürfen die auch haben. Jetzt muss ich mal gucken. Hier muss ja auch noch ein bisschen Zeug weg. Zack, alles weggehauen. Schritt. Also ich würde schon sagen, wir erweitern mal das Feld noch ein bisschen nach hier hinten. So, das bedeutet 1, 2, 3, 4, da drunter. Warte mal, das geht sogar. So,
Moment, das weg und hier das hin. Schwupp. Dann haben wir hier nämlich Wasser. Das geht tatsächlich. Und dann können wir nämlich das. Ups, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht übers Feld jumpe. So, dann können wir nämlich das Wasser, flipp, was da ist, einfach wieder überbauen. Dann wird der Bergweg, also quasi der. Moment, jetzt tue ich mal den Kompass beiseite. Machen wir es so hier. Müssen wir auch noch den Lucky Block öffnen. Ja, dann können wir das nämlich so nutzen. Hier dicht machen. Dann kann das da trotzdem drüber wachsen. Und trotzdem ist hier Wasser. Das ist cool. Jo. Finde ich gut. Schlipp, schlipp. So. Dann sind das da 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also hier. Warum bin ich eigentlich nach da hinten gerannt? Wenn wir hier einen ganzen Teich haben. So Quatsch. So. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also hier. Flupp. So. Schlipp. Wasser geholt. Dann erweitern wir nämlich das Feld noch ein bisschen. Ja, so einfach damit es noch schöner wird. 1. Ups. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also hier. So. Wutsch. 1, 2, 3, 4. So, und dann hier 1, 2, 3, 4. So, dann geht nämlich hier der Weg noch rum. So, und jetzt aber geschwind, es wird nämlich, glaube ich, gerade dunkel. Ja, selbst der kleine Willi, der sitzt da und denkt sich, es ist dunkel, ich sehe das, auch wenn ich kein. Oh, guck mal, haben sie das schön gebaut. Habt ihr gut gemacht. Lob. Feine NPCs. Seid ihr irgendwie mehr geworden? Habe ich so das Gefühl, keine Ahnung. Erstmal eine Runde pennen. Hier im schönen Bauernhaus. Ja, da sind sie alle immer fleißig dabei, uns beim Schlafen zu beobachten. Ja. Müssten eigentlich für die alle hier noch Betten aufstellen. Aber gut, die anderen NPCs haben ja auch keine Betten. Die müssen ja nicht schlafen. Die sind ja solche Nichtschläferische. Ne, die brauchen das nicht. Die sind auch gut dabei ohne. Hui. So. Aus der Luft haben wir uns ein bisschen Wasser gefischt. So, jetzt machen wir hier noch das Feld fertig. Und dann können wir mal gucken, wie weit wir überhaupt hier gehen können, müssen, wollen, sollen. Oder ob das vielleicht sogar schon reicht von der Form her. Dass das schön aussieht. Wie schon gesagt, wir müssten uns ja eigentlich auch noch ein Plätzchen freihalten, wo wir vielleicht ein Bauernhaus hinbauen und eine Mühle. Ne, das hätte ich vielleicht auch ganz gerne. So ein Platz, wo wir quasi, ja, quasi das Weizen hier direkt verarbeiten können. Normalerweise müsste man halt aus dem Weizen erstmal Mehl machen, damit man da was hat. Dann ja, Brot backen ist ja jetzt nicht so einfach. Aber da sind halt ein paar Sachen, die da mit reinspielen. Und dann kann man da Brot, leckeres Brot backen. Schön warm. Naja, aber dazu braucht man halt auch erstmal den landwirtschaftlichen Krimskrams, der dazu zählt, ne? So, mit den Feldern haben wir schon mal einen guten Anfang gemacht. Also, ne, ist ja schon mal ein guter Anfang hier. Aber da zählt ja noch ein bisschen mehr dazu. So. Schwupp. Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht wäre es sogar schlauer, das hier so auf die Lange zu ziehen. So, auf die lange Bank. Da bleibt auch viel daneben. Es sei denn, wir machen das so hier. Da sieht das aber auch wieder furchtbar aus. Und funktioniert auch nicht. Vielleicht auch seitlich. Ich weiß es nicht. Bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, was die beste Mechanik ist, um die Samen hier zu pflanzen. Aber, na gut. Schwupp, schwupp, schwupp. Ja, man sieht aber schon, das erste Getreide wächst. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht mit Knochen loslegen. Solange wie wir hier an dem ganzen Spaß arbeiten, wird das auch wachsen, weil wir sind ja im selben Chunk. Chunk, Chunky Chunk. Und da geht das ja quasi wie von alleine. Hab ich da gerade. Ich dachte gerade, da wäre ein Gast in der Ecke aufgestiegen oder so. Das sah kurz so aus. Also ich habe mich schon erschrocken. Ich so, hä, was, ein Gast hier? Hätte sein können, dass da irgendwie Lucky Blocks wieder Unsinn treiben oder irgendwas. Ja, diese frechen Lucky Blocks, die machen ja sowieso immer, was sie wollen. Apropos, den müssen wir auch noch öffnen. Ne? Werden wir auch gleich machen. Ich hoffe, es kommt nichts, was unsere Arbeit hier zerstört. Das wäre ein bisschen sehr schade, falls sowas passieren sollte. Und wir haben kein Getreide mehr. Also keine Körner mehr. Wow. Okay. Und dabei haben wir schon hier geerntet. Holla die Waldfee. Ja gut, ist dann halt so.
So, Lucky Block. Den wollten wir öffnen. Aber wo? Ja, hier ist ja jetzt nur der kleine Willi. Man sieht's. Da, klein Willi. Leider konnte ich auch noch nicht Kommentare lesen, für die, die vielleicht hier einen Vorschlag gebracht haben. Ne? Also, weiterhin schöne Vorschläge rausballern. Ich gucke sie mir dann alle an und der Beste gewinnt, so nach dem Motto. Ansonsten denke ich mir auch irgendwas Lustiges aus. Da muss ich aber da selber nachdenken und das ist. Ja, ist ja nicht so. Pass auf, wir werden den Lucky Block hier oben öffnen. Pup. Was ist das? LOL. Nein, nicht echt. LOL. Geil. Eine Hüpfburg. Oh, ist das cool. Warum bin ich noch nicht auf die Idee gekommen? Ist das geil. Ah, die bauen wir mal hier ab. So, wie viel kriegen wir denn aus? Vier? Echt? Sind das eins, zwei, drei, vier? Ja. Ich mache da lustige Geräusche. Ich baue die tatsächlich mal ab. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil die vielleicht hier nicht so doll platziert ist. Ich weiß nicht, ich würde die gerne woanders platziert haben. Vor allem so viele Schleimblöcke. Cool. Viele sind das. Wow. Das sind ordentlich viele Schleimblöcke. Respekt. Respekt, Minecraft. So, dann machen wir hier wieder dicht. Dann können wir nämlich dann demnächst hier den nächsten Block, ne? Freisetzen. Was ist das denn hier? Na ja, gut, dann halte ich da halt ein bisschen Holz rum. Nee, aber das finde ich cool. Schleimblöcke. Cool. Müssen wir mal gucken, dass wir. Wo können wir denn da eine Hüpf. Wo können wir die neu aufbauen? Ich meine, wir haben schon ein Trampolin gebaut. Das ist eigentlich ganz cool, aber. Hüpfburg hat halt auch was. So, gut. Ich weiß, wo wir noch Samen haben. An unserer Farm. Natürlich haben wir da noch. Da stapeln die sich die Dinger ja auch groß und breit. Müssen wir aufpassen wegen der Lava. Aber natürlich, an der Farm gibt es da auch noch ganz viele Körnchen. Da werden wir mal hingucken. Gehen wir sogar hier an der lustigen Teleporthütte vorbei. Was es auch immer mit der hier auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, aber das Feuer ist aus. War das Feuer schon immer aus? Warum ist da eine Kuh drin? Ich verstehe es nicht. So, auf jeden Fall ein schönes Haus. Ja, hier müssen wir eigentlich auch mal wieder weiterbauen. Schwuppdiwupp, haben wir das Wasser aufgefüllt? Ja, sehr gut. Hier hinten waren wir auch lange nicht mehr in der Ecke. In unserem Dschungelbereich. Aber wo da oben der Schnee auf den Bäumen liegt. ja, gut. So, Mampfi Mampf. Und hier müssten noch. Ja, gucke mal. Da. So, da stopfen wir uns die Taschen voll. Cool. Ja, das mit der Hüpfburg. Ich würde ja vielleicht. Hier irgendwo aufbauen. Mitten unseres Gebauten. Ah, ich wüsste nicht, wo genau. Haben wir hier irgendwas, wo wir das unterbringen können? Ne, wir haben nur Schleim. Ich tue das mal so lange hier hin, die Schleimdinger, die Schleimblöcke. Ja, dann, bis wir dann wissen, was wir genau damit anstellen. Das werden wir dann sehen. So. Gut. Sehr gut. Nice. Also, das fand ich echt geil. Hüpfgelumpe. Doink, doink. Aber wo stellen wir denn sowas hin? Wo kann man denn sowas vernünftig platzieren? Vielleicht bauen wir auch was anderes damit. Ich weiß es noch nicht. Da gibt es ja auch noch ein paar Möglichkeiten. So, hier die coolen Häuser. Ich muss sagen, die zwei hier, die gefallen mir echt am besten. Aber ja, die Kathedrale ist ja noch nicht fertig. Also, die anderen zwei, die sind halt fertig vom Aufbau her. Müssen wir mal gucken. Einfach mal wieder eine kreative Phase haben. Dann können wir da wieder loslegen und neue Häuser bauen. Also die für die gehobene Klasse der NPCs. Also eine Mehrklassengesellschaft. Da ist der kleine Willi. Der ganz kleine im Hintergrund. Guck mal, wie klein der ist. Oh weia. So. Ja, kleiner Willi, da kann man wieder tausend Witze mitmachen. Habt ihr bestimmt schon. So insgeheim. Hihihi. Die Moja hat was von dem kleinen Willi gesagt.
Ja. Der kleine Willi ist jetzt ganz groß. Guck mal einer an. So. Zack. Wie, reicht nicht? Der doch reicht. So. Aber das Feld ja auch noch bepflanzt. Und dann können wir mal gucken, wie viel weiter. Eins. Will ich das hier? Eins, zwei, drei, vier. Also hier drunter. Da können wir eigentlich machen, ne? Komm, wir machen es einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist, oder irgendwie so war das doch. Blub. So, dann können wir nämlich hier das Feld noch komplett bis zum Rand bauen. So. Weg damit. Das ist die 1. 2. 3. 4. Okay. So, das können wir auf jeden Fall ausfüllen.